Hallo und herzlich willkommen auf startriming.de zu einem weiteren Blogbeitrag. Heute geht es weiter rund ums Thema E-Trams, speziell ums TD50. Da habe ich ja erst neulich ein Video veröffentlicht über meine 10 Lieblingssounds oder Lieblingssets, die ich da so zusammengestellt habe in einer eigenen Liste. Und heute möchte ich mal grundsätzlich das Modul erklären, also die Bedienungseinheit für das TD50. Einfach ganz grob, wo liegt was, für was ist das da. Ich gehe nicht in die Details, dazu gibt es dann im Laufe der Zeit dann jeweils separate Videos, weil das unglaublich komplex ist. Man darf nicht vergessen, das TD50 ist das Flaggschiff von Roland. Man kann da im Prinzip so gut wie alles mitmachen, was man so als Schlagzeuger so sich nur vorstellen kann. Im Endeffekt ist das so eine Built-in-DAW, also Digital Audio Workstation. Man kann das auch eins zu eins so quasi dann über USB an den Computer anschließen und hier die internen Sounds auch so bearbeiten, auch mit Effekten, dass man eigentlich in der DAW selbst im Computer nichts mehr ändern muss. Man kann das so übernehmen. Ob das dann von der Klangqualität reicht, mag ich mal zu bezweifeln. Man wird da noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn man da noch ein paar Plugins mehr hat. Ist auch eine Geschmacksfrage. Ich persönlich mag die Roland Sounds, aber sie sind natürlich nicht ideal für alles. Gell? Also da gibt es natürlich auch schon Notwendigkeiten, dann Dinge ändern zu können. Kann man dann ja auch. Aber eins nach dem anderen. Wir schalten wieder um in die Overhead-Sicht. Hier haben wir unser Modul. Und dann nehme ich noch meine Rübennase dazu, dass man die auch sieht, dass du weißt, wer dir das erklärt. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich muss noch mal das Ganze wegschalten, weil wir hier oben, fangen wir mal ganz oben an, beim Roland-Zeichen haben wir hier den Master. Damit steuert man, wie laut das Signal ist, das hinausgegeben wird über die Master-Ausgänge, die sind hier hinten. Da gibt es dann noch ein extra Video zu den Anschlüssen. Da muss ich mir andere Kamerapositionen wählen. Also hier kann ich dann quasi den Ausgangspegel steuern und dann mit dem Soundmenschen dann kommunizieren, ob das zu laut ist oder zu leise, ob ich noch mehr geben muss oder nicht. Dann habe ich hier meinen Kopfhörerausgang, den ich separat steuern kann. Da gibt es hier Eingänge, einmal eine Mini-Klinke und einen großen Klinke, also 3,5 und 6,3. Dann gibt es hier einen Mix-In klein, den gibt es auch hier hinten, aber dazu später mehr. Also man hat alles, was man braucht zum Bedienen und zum Verwenden hier vorne auch. Also zweimal Kopfhörer, einmal Mix-In. Dann können wir hier, das ist Trigger Select, für was das ganz genau ist, weiß ich noch nicht. So genau, das habe ich noch nicht verstanden, da bin ich noch nicht so durchgedrungen. Das werde ich dann in einem Erklärvideo dann dir nochmal erklären. Beziehungsweise ich werde es mir selber erklären. Zuerst muss ich mal recherchieren, was das genau soll. Man kann hier wohl den Trigger dann auch fixieren. Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn man da nur einen bestimmten Sound haben will. Und hier kann man dann noch irgendwie die Rim-Aktivität noch beeinflussen. Muss man mal schauen. Das ist hier diese Seite. Dann geht es hier weiter mit Funktionstasten. Da kann man dann in den Untermenüs bestimmte Ebenen hindurchgehen. Ich habe hier ja immer als Erklärung den Speicherplatz des Drumkits, dann habe ich den Namen, das ist das Yaraplay, das ist editiert von Michael Schark, M. Scharks Edition heißt das dann. Hier habe ich die Liste, das ist hier in der Setliste, hier kann ich dann also die ganze Liste runtergehen, das kann ich also über den Regler R1 machen. Ja, kann man hier wieder raus, F5 ist dann immer quasi dann der Exit-Knopf, dann gibt es hier eine Liste Favoriten. Das sind die Favoriten, die man so häufig braucht. Das ist nicht meine persönliche Favoritenliste, sondern das ist quasi so ein Schnellzugriff. Ja. Da habe ich jetzt, wie gesagt, noch eine Extra-Liste, aber das ist ein anderes Thema. Also das ist die Liste, die ich dann sehr häufig verwende an Sounds, weil in meiner Favoritenliste, in meiner eigenen, sind ja Sounds, die ich auch nicht ganz so häufig verwende. Deswegen gibt es das dann nochmal extra. Und jetzt kann ich vielleicht mal hier hingehen. Hier haben wir zum Beispiel Kit Volume. Das sind verschiedene Geschichten. Hier kann ich zum Beispiel wählen, ob ich hier dann eine Bäsefunktion haben will, dass man auch mit Kunststoffbäsen spielen kann. Dann kann ich hier die
Pedalband. Das sind dann hier so Hi-Hat-Einstellungen, Trigger-Einstellungen, die man machen kann. Und hier auch nochmal MIDI einstellen, noch und nöcher. Das ist relativ kompliziert, deswegen lassen wir das bleiben. Ja, und gehen dann nochmal hoch. Dann kann ich hier die Farben hier von den LED-Leuchten dann verändern. Also wenn ich das jetzt hier ändere, dann wird das jetzt hier rot oder grün oder blau. Ich lasse es jetzt mal weiß. Dann kann ich das in den Favoritenmodus geben. Das lässt sich alles hier mit den Funktionstasten machen. Man kann auch den Namen ändern, wenn man will. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Und wenn man hier auf Kit drückt, dann ist man wieder im Ausgangsmenü. Das heißt, jetzt hier mit den Reglertasten kann man Dinge einstellen. Hier kann man die Untermenüs dann bedienen, also ansteuern. Und hier kann man noch Layers dann öffnen, also Seiten, also Untermenüs quasi. Wenn man auf Instrument geht, kann man dann auch hier den sehen, was da drin ist. Das ist hier ein Yara-Bly-Snare, 10er Tom, 14er, 16er und eine Kickdrum. Das ist hier in dem Fall eine 18 Zoll Tiefe, 22 Zoll wird es wohl gewesen sein. Und hier kann man auch noch Dämpfung, Schlägelbieter kann man auch zum Beispiel ändern. Hier das Tuning kann man verändern. Dann kann man hier den Snare-Teppich anschlagen, also ist der loose oder ist welche Typ will man da verwenden, also da gibt es unterschiedliche Snare-Teppiche, die man verwendet und dann das Level, in dem der Snare-Bass dann wirken soll. Das gehen wir mal auf normal. Overtone-Level kann man etwas. Ich habe das ein bisschen abgesenkt, weil mir das immer ein bisschen zu viel war. Hier kann man zum Beispiel auch die Kopplung zwischen Head und Rim dann auflösen. Das sind alles Dinge, die man hier machen kann. Und hier sind noch speziellen Transienten. Dann kann man die Mikrofoneinstellungen machen. Man kann hier vom Transient und vom Gate kann man noch Einstellungen machen. Hier sind wir in der Sub-Ebene, da könnte ich jetzt noch ein zusätzliches Layer hinzufügen. Das ist also da eine Möglichkeit, die man hat. Man kann dann also hier noch unterschiedliche Töne hinzunehmen. Zum Beispiel könnte man hier jetzt drüber legen. Machen wir mal was Verrücktes. Low Frequency Attack. Ja, da lassen sich Interesse. Ja, das sind schon interessante Geschichten, was man da machen kann. Cowbell, wenn man das braucht. Und dann kann man das wieder runterfahren. Auf Off, weil ich brauche da an dem Set jetzt nichts. Und das kann man ja mit diesen Menüebenen machen. Dafür sind diese Up-and-Down-Knöpfe da, die dann die Untermenüs dann aufrufen, wenn man da in die entsprechende Ebene hineingeht. Dann sind wir auch schon hier bei der Bedienung. Das ist auch nochmal ein Bedienfeld, mit dem man Listen bedienen kann und dann zum Beispiel auch die Namen dann hier quasi dann ändern kann. Da lassen sich bestimmte Sachen machen. Also wenn man hier zum Beispiel sowas hat, dann kann man da sich orientieren und bewegen. Da ändern wir jetzt natürlich nichts. Dafür sind diese vier Tasten, also die sind auch nochmal da. Der Drehregler ist klar, den verwende ich dann, um Sounds anzuwählen. Man kann eigentlich im Prinzip fast alles hier mit dem Regler machen. Dazu ist eigentlich auch noch das hier gedacht. Das sind auch nochmal, wenn man das jetzt ganz schnell so einzeln drücken will, wenn man jetzt eine Setliste hat, ist es geschickter, man nimmt diese Knöpfe hier, diese Plus und Minus, weil der Drehregler ist eigentlich nur dann ideal, wenn man sehr viele Sets überspringen will, also ganz schnell vom einen Ende der Setliste zu anderen springen will. Wenn man so nach und nach geht, ist das etwas präziser, wenn man separate Knöpfe hat. Dann gibt es hier noch einen Exit-Knopf, dann kann man immer rausgehen. Das ist hier Enter, dann tut man Dinge bestätigen. Hier ein Shift-Knopf, der ist dann für bestimmte Aktivierung von speziellen Funktionen.
Preview, da kann man dann jetzt Änderungen dann in einem Preview-Modus festhalten. Muss ich auch nochmal durchblicken, wie das genau geht. Dann haben wir hier, das ist genau die Funktion Preview Snapshot, da kann man eben dieses V-Edit-Funktion quasi in einer vorläufigen Version mal anschauen, also quasi vor und zurück vergleichen, wie war es vor der Veränderung, wie war es nach der Veränderung. Das hängt hiermit zusammen. Instrument, das haben wir gerade gehabt, da kann ich dann also schauen, was haben wir da eigentlich für ein Set. Was ist da drin? Und dann gibt es noch Ambience. Da sieht man, welchen Hall oder welchen Raum man da verwendet. Wie viel Raumklang ist da drin? Das kann ich auch ändern. Also auch Mikrofone können da verwendet werden. Also die Größe des Raumes und wie es genau abgenommen wird. Da gibt es schon interessante Möglichkeiten, um den Klang zu ändern. Das ist der Ambience-Knopf. Da kann man also hier in dieser Sektion Kit Customize das Set anpassen. Dann gibt es natürlich einen Mixer. Da kann ich dann grundsätzlich dann festlegen, wie laut soll welches Instrument klingen. Das hat also zunächst mal nichts damit zu tun. Das sind jetzt unabhängig davon. Hier kann ich es nochmal im Ausgabesound hier nochmal verändern. Bei mir ist das so eingestellt, dass quasi das, was hier gemacht wird und auch das, was in den Reglern gemacht wird, auch das ist, was hinausgeht, weil ich ja aufnehme. Das heißt, ich will hiervon alles steuern können. Das kann man aber auch als In-Ear-Monitoring nutzen, dann kann man das entkoppeln. Dann hat man diesen Setup, den man nach außen schickt. Und wenn ich hier Änderungen mache, dann kommt das nur im Kopfhörerausgang an. Da kann ich dann auch über den Mix-In zum Beispiel ein Line-Signal, das geht ja hinten auch, da gibt es auch nochmal ein Mix-In. Wie gesagt, gibt es ein separates Video über die Rückseite. Kann ich mir meinen Monitor-Sound, also den Rest der Band, als Stereosignal schicken lassen und dann hätte ich hier ein ganz klassisches On-Ear-Monitoring. Da ich verwende meistens Kopfhörer. Ich sitze ja da, das spielt keine Rolle. Mir macht das nichts aus, wenn das so aussieht. Ist dann diese Funktion, die man da hat. Also bei mir ist das gekoppelt. Das kann man aber auch im Routing dann ändern. Das ist also die Customize-Funktion, Instrument, Ambience, Mixer und dann wie gesagt noch der Snapshot. Da sind dann wie gesagt dann Möglichkeiten vor und zurück dann hinzugehen und da kann man das auch dann sich für eine Version entscheiden und die dann speichern. Das ist alles kein Problem. Hier wie gesagt der Drehregler, dann wie gesagt das Preview. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Dann haben wir hier unsere Klangregelung, das ist in Instrumente hier eingeteilt. Ich kann das jetzt mal verwenden. Fangen wir mal an. Ich lege alles nach unten und wir hören jetzt ganz wenig. Du hörst über mein Sprechmikro, dass da ein Schlag passiert. Und hier hörst du es. Gehen wir hier mal auf den Pegel. Das ist so den Standard, den ich normal verwende. Das gleiche kann man mit der Snare machen. Da habe ich jetzt Rockletschen drin, das nehme ich wieder das Jarablei und dann gehen wir auf das Tom 1. Wobei das natürlich für alle Toms gilt. Die Hi-Hat. Die Crashs. Das Reitbecken. Hier habe ich den AUX-Regler, da habe ich wie gesagt nochmal den dritten Eingang bei diesem Triple Reitbecken-Pad. Da hat es einen Stereo-Eingang und einen Mono und auf dem Mono habe ich den AUX-Eingang gelegt. Da habe ich dann meistens ein Splash-Becken, das heißt, das ist jetzt der Stereo-Sound. Du merkst, da wird es trashiger, weil da noch so ein Splash-Sound drüber ist. Den kann ich hier also auch nach Belieben hinzumischen oder wegnehmen. Dann gibt es hier Ambience, das heißt der Raumklang. Den kann ich dann auch noch dann ein bisschen regeln. Wobei ich das glaube, der ist hier gar nicht an. Da können wir das nochmal. Bringt gar nichts, also läuft nicht so viel, weil da wenig Room Sound drauf ist, Ambience.
aber das ist ein anderes Thema. Das kann man also hier mit den Reglern machen. Dann sind wir in der Klickabteilung, da gibt es natürlich auch einen Klicktrack. Tempo 100, 2, 3, 4 und... Da kann man hier natürlich auch mit den Drehreglern hier zum Beispiel den Rhythmus ändern, Achtel. Oder Triolen. Und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1. Ja. 16. Das sind so die Sachen, die da gehen. Halbe. Das ist so das. Meistens hat man das natürlich auf Viertel eingestellt. Dann kann man hier natürlich auch den Beat ändern. Zum Beispiel in 3 Viertel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und natürlich kann man das Tempo ändern. Das kann man jetzt auch mit dem Regler machen, also nicht nur mit dem. Also man kann jetzt hier das eigentlich wählen und dann hier das an. Und hier auch dann hier mit den Reglern gehen. Das sind eben die Funktionen, die man hier hat. Meistens verwende ich dann diese Regler, die sind dann direkt mal, die da ja darauf hinweisen, wo man hin will. So, gehen wir mal wieder auf 100. Das ist so ein Tempo, das ich häufig verwende. So, kann man wieder ausmachen. Dann kann man hier den Sound und den Level dann einschalten. 3, 4. Da haben wir jetzt hier die Cowbell, Triangle, Tambourin, Maracas waren da, Cabasa und dann gibt es hier auch noch die Triangle, Woodblock, Clavis, die sind ziemlich nervig, Sticks, ja, Tech-Click, Beep, das nervt extrem. Auch das hier ist nicht besonders ohrenfreundlich. Und das ist für alle ungerade Mädchen. Ja? Also wenn man 7er zum Beispiel hat. Da kann man sehr schön auch mal Over the Bar Line Fill ins üben oder eben einen 7er Takt. Was ich jetzt nicht ganz so schön finde, ist, dass man hier nicht auf 7 Achtel umstellen kann. Das heißt, ich habe hier immer Vierteltaktarten. Also wenn ich hier auf Achtel drehe, komme ich da nicht hin. Ich muss das einfach dann in Achtel denken und entsprechend das Tempo ausrechnen. Kann man auch machen, ist jetzt kein Problem. Aber es gibt da Metronome in Apps, die können sowas. Da stellt man 7 Achtel ein. Aber das ist jetzt nur ein minderschwerer Verlust. Das kann man durchaus auch so lassen und verwenden. Das ist einfach ein bisschen mehr Rechenarbeit. Wie gesagt, das sind die Sounds. Ich kann hier zum Beispiel auch LEDs anmachen. Das heißt, ich habe hier einen LED-Sound. Dann kann ich auch sehen, wie das ist. Das ist auf einer dunklen Bühne, ist das durchaus sinnvoll. Da sehe ich das auch weiterlaufen, das heißt, ich kann das auch stumm schalten und nur drauf gucken, wobei gucken ist ja nicht hören, also das sollte man sich nicht unbedingt anhören, deswegen ist das bei mir immer aus. Ja. Also ich will das ja, dass das gehört wird im Unterricht und nicht gesehen. Das ist für manchen Hilfe, ich weiß, aber Musik wird für die Ohren gemacht, nicht zwingend für die Augen. Auch, ja, okay, aber hier in dem Fall mag ich das nicht so. Hier kann man noch bestimmte Sachen dann einschalten. Zum Beispiel habe ich hier die Möglichkeit, den Tab-Mode einzuschalten. Da kann ich also ein Tempo ermitteln. Wenn ich also wissen will, wie schnell ist denn jetzt dieser Song. Dann habe ich jetzt das Tempo. Müsste ich natürlich dann auch in 4 Viertel ändern, weil es ein 4 Viertel kann. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ja, da war wohl der Tap-Mode noch an, da hat sich's, ja, der war noch an, deswegen hat sich's geändert.
Also da kann ich ein Tempo dann ermitteln, das war 136, ungefähr 135. Man muss aufpassen, dass man den Tap-Mode dann auch wieder deaktiviert, sonst ändert sich das Tempo, wenn man mitspielt. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Man kann dann also, wie gesagt, hier über diesen Mode ein Tempo dann ermitteln. Das ist beim Raushören von Songs extrem wichtig, dass man solche Funktionen hat. Das kann man auch wählen, das muss nicht die Bassdrum sein. Ich habe das immer die Bassdrum gelegt, weil ich da ja oft eigentlich ein Viertel in der Bassdrum spiele. Man kann das auf der Hi-Hat machen oder auf der Snare, auf jedem Pad, das man so mag. Man könnte ja auch ein extra Sample-Pad dafür nehmen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Dann sind wir hier in der Song-Abteilung. Da kann man, wie gesagt, dann auch unterschiedliche Playalongs ablaufen. Da gibt es Rock-Playalongs, Jazz-Playalongs, Pop-Sachen. Da können wir das. Das wieder von vorne los. Das ist eine Möglichkeit, die man hier hat. Man kann also hier dann auch die Geschwindigkeit ändern. Also wenn ich das hier anschalte, kann ich die Geschwindigkeit heruntersetzen. Tonkorrektur ist nicht ganz hundertprozentig, da gibt es Apps, die sind da besser, aber sie ist auch nicht schlecht. So für den Unterricht ist das manchmal gar nicht so übel. Man kann das auch schneller machen. Das ist eine Funktion, die man nicht zwingend braucht, weil meistens ist langsamer besser wie zu schnell. Das sind solche Sachen. Der Balken, der da immer läuft, wenn man das laufen lässt, das ist quasi dann der Sample. Da sieht man, wie lang das ist, wo man gerade ist und wann es wieder anfängt. Das kann man auch dann hier wahrscheinlich ändern, dass es dann hier als Loop läuft. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Also hier hat man dann die Funktion genau. Hier kann man das auf One-Shot oder als Loop. Also einmal ablaufen lassen oder halt immer im Kreis. Ich habe es immer jetzt als Loop, damit man es laufen lassen kann. Da gibt es dieses Untermenü. Hier kann man über die SD-Karte zugreifen, wenn man da Playalongs drauf hat, MP3s, kann man die hier abrufen. Dann kann man hier Sachen rekorden, auch auf SD-Karte. Man hat hier eine Recording-Funktion, da kann man hier Sachen aufnehmen. Zum Beispiel könnte man jetzt einfach mal starten. Ja. Und jetzt kann man das, kann man es anhören. Ja. Da kann man auch Musik dazu laufen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Also auch das ist möglich und man kann es auch noch exportieren. Da brauche ich dann natürlich eine SD-Karte. Das wird dann also auf die SD-Karte dann gespeichert und dann kann ich es dann in eine DAW oder sonst wo verwenden. Das sind so die wichtigsten Grundfunktionen, die wichtigsten Knöpfe, die man so beim TD50 hat. Ich hoffe, das war jetzt wieder informativ für dich. Das ist jetzt auch noch kein wahnsinnig tief eingehendes Video, aber für den einen oder anderen, der sich vielleicht überlegt, so ein Set zu kaufen und sich fragt, was da jetzt genau grundsätzlich mit möglich ist und wie man das bedient, ist das vielleicht ganz interessant. Das ist also
Einfach ein grober Überblick. Wie gesagt, es wird auch noch ein Video geben zu der Rückseite mit den Anschlüssen. Das ist also alles kein Hexenwerk, also das kann man wirklich sehr, sehr einfach bedienen. Wo es etwas schwieriger wird, sind die Settings dann. Da kann man in sich hunderten Untermenüs verlieren, insbesondere dann auch im Mixerbereich. Da lassen sich viele Sachen machen, aber da gibt es dann schöne, detaillierte Videos. Das war jetzt einfach mal ein großer Rundumschlag, ein großer Überblick über die Bedienelemente auf dem TD50 Soundmodul. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Schlagzeugspielen. Bis nächste Woche und nicht vergessen, start drumming!